Bezug nehmen auf den Turnbeutel, weil der ist so. Nee, kannst du diesmal nicht. So weit weg. Nicht so weit, nicht so viel bewegen. Achso, stimmt. Da muss ich arbeiten. Das soll ja keine steife Sendung werden, ne? Ja. Turnbeutel TV. Ja, cool. Das läuft schon. Ja? Ja? Ja. Cool. Alle soweit? Wollt ihr, braucht ihr? Rolling. Ein sportliches Highlight am vergangenen Wochenende war ganz sicher der Oberelbe-Marathon von Königstein nach Dresden. Führte die Hauptdistanz ganz so weit. Bist du dabei? Ja. Also, es wäre, glaube ich, gut, wenn wir uns. Nee, du musst da gar nicht schauen. Das macht Sinn, wenn wir uns. Was der Lauf für eine Bedeutung und eine Ausstrahlung auch weit über Dresden und die Region hinaus hat. Also, da haben die Organisatoren in den letzten Jahren. Da wurde einfach mal gebohrt, das ist schon in Ordnung. Einiges. Der zweitbeliebteste nach dem Rennsteiglauf und ja. Ich wusste, dass das. Ich bin früher mal einen Halbmarathon gelaufen bei der Eröffnung der. Wir haben schon mal die erste, nehmen wir schon mal. Ja. Oh, damals in Stralsund, bei der Eröffnung der neuen Rügenbrücke von Stralsund nach Rügen rüber, gab es einen Halbmarathon. Rico, wie steht es um deine Lauferfahrungen? Ja, damals in Stralsund, bei der Eröffnung der neuen Rügenbrücke von Stralsund nach Rügen rüber, war es ein Halbmarathon gewesen, ja, der relativ gut verlief. Rico, wie steht es um deine Lauferfahrungen? Also grundsätzlich laufe ich gerne, bin gerne gelaufen oder laufen. Nein, mach mal. Lauf mach gerne. Ah, jetzt nochmal los. Du läufst, ne? Ja. Siehst du, deswegen. Es war ein 112er Seelachs, der mich 20 Minuten gequält hat, aber umso stolzer oder umso erfreuter war ich, als ich ihn dann wirklich im Boot hatte. Gut. Nein, nicht so. Ich musste trotzdem überlegen, wenn es irgendwie wieder auf den Sport kommt. Trotzdem eine gefährliche Mannschaft. Genau. Ja. Drei Fragen an Sven Krosse. Ohne Klima! Ja. Ja.